Seid gegrüßt, liebe Leute. Ich hab's endlich geschafft. Das 500 Abonnenten-Special ist somit abgeschlossen, wenn ihr das hier seht. Ich will mich von vornherein erstmal bei euch allen mega dafür bedanken, dass ihr mich so weit so hoch katapultiert habt. Und hoffe, es geht auch weiter demnächst so, dass alle kommenden Projekte euch hoffentlich auch gefallen werden, auch alle aktuellen, wobei das ja jetzt gerade aktuell natürlich Gwent ist, deswegen ihr allen Scharen zu mir geströmt kommt und hoffe, dass das da auch in der Hinrichtung weiter unterhaltsam bleibt, wird, ist und mir auch weiterhin gefallen wird. Habe ich gesagt, das Thema dieses Abonnenten-Specials wird sein, eure Fragen in mein 500 Abonnenten-Special. Und ich würde mal sagen, fangen wir gleich mal mit der ersten an. Die kommt vom D-Bail. Jetzt nicht wundern, das steht doch ein bisschen anders da. Ich kenne den D-Bail. Ich weiß, dass der Name so ausgesprochen wird. Gehe ich mal von aus, wird doch so ausgesprochen. Seine Frage ist, erster. Bail, und um deine Frage zu beantworten, du bist genauso erster, wie ich der erste Mensch auf dem Mond war. Oder du bist genauso viel erster, wie ich die aktuelle First Lady bin. Wer versteht's? First, Erster. Ja, der war gut. Kommen wir gleich mal direkt zur nächsten Frage. So, die nächste Frage kommt von dem Maurice Casto. Wie lange denkst du, wirst du noch mit YouTube machen? Nintendo? Ja, nein. Und was hältst du von der Nintendo Switch? So, erstmal, wie lange, die wichtigste Frage von allen, wie lange werde ich noch mit YouTube weitermachen? Solange, wie ich Bock habe. Ich merke manchmal, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist das für mich ein bisschen stressig, mich hinzusetzen. Ich will euch ja auch was liefern können. Das Ding ist, das müsst ihr auch wissen, ich bin nicht immer der größte Fan von einem Spiel durchgehend. Ich habe zwar Spiele mal gerne länger gespielt, aber ich suche und hole mir immer schnell neue Spiele, die ich spielen möchte, die ich neu in den Multiplayer steigen möchte, wodurch andere Spiele dann wieder recht schnell verdrängt werden, könnte man sagen. Also Gwent, also ich habe damals definitiv gewisse Call of Duty Teile, als Call of Duty meines Erachtens auch ziemlich cool war, habe ich da natürlich sehr viel Zeit drin rein investiert. Bloß ist diese Zeit wird langsam vorbei und somit ist es das dann auch manchmal ein bisschen mich mit Stress manchmal verbunden, Sachen länger aufzunehmen, wenn ich nicht immer unbedingt gerade Bock auf die habe. Aber trotzdem macht es mir immer noch Spaß für euch Videos zu machen, eure Antworten zu hören. Das Geilste finde ich einfach auch noch, dass ich echt schaffe, Leute zu unterhalten, dass echt doch wirklich welche da draußen sind, denen das gefällt, was ich mache. Und das bedeutet mir eigentlich ziemlich viel, weil es macht mir Spaß, Leute zu unterhalten. Immer wenn ich Leute, ich will jetzt nicht irgendwie von mir, könnte man sagen, selbst schwärmen oder so, aber immer wenn ich Leute neu kennenlerne und irgendwie von Freunden höre, weil es dann deren Freunde waren, was sie über mich denken, finden mich immer alle ganz cool und lustig und nett. Ich scheine wohl echt so eine Art Sunnyboy für die meisten irgendwie zu sein in gewissen Sachen. Freut es mich halt, euch unterhalten zu können, weil YouTube zu machen macht mir auch Spaß, aber umso mehr Spaß macht es mir auch, euch da draußen zu unterhalten. Wobei es dann auch manchmal, jetzt kommen wir wieder zu dem ernsteren Ton, ein sehr schmaler Grat ist zwischen, ich will das machen, worauf ich hier Lust habe mit YouTube, und so, ich will aber euch auch noch unterhalten können oder Leute von euch beibehalten. Weil ich versuche, Gwent dementsprechend trotzdem so lange zu machen, wie es halt möglich ist, wie ich wirklich schaffe, es auch zu machen. Wenn ich jetzt wirklich irgendwann mal sagen würde, nach einem Jahr Gwent, hätte ich wirklich gar keinen Bock mehr drauf, dann würde ich es auch lassen, wenn ich wirklich gar keinen Spaß mehr an Gwent hätte. Weil das war auch der Fall von Division. Division hat mir damals recht schnell, weil ich mich auch reingehockt habe, sehr schnell sehr viel im Spiel erreicht habe, News rausgehauen habe und. So ähnlich wie ich das jetzt bei Gwent mache, hat es mir auch einen sehr großen Abonnentenschub gemacht und auch gute Viewerzahlen damals und Likes. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, Leute, ich bin jetzt hier alleine, ich finde gerade niemanden, mit dem ich zusammen das Spiel spielen kann. Jetzt habe ich keine Lust mehr drauf und werde es sein lassen. Dadurch sind einige Leute gegangen. Aber jetzt durch Gwent habe ich wieder einige von euch gefunden, wo ich dann immer hoffe, dass ihr euch auch mal dazu erwärmen lässt, auch mal andere Spiele bei mir zu gucken. Weil ich hoffe ja, dass ich es ja bin, weswegen ihr meinen Kanal guckt. Und nicht unbedingt gleich den Content, der da ist, sondern ich hoffe, es ist eigentlich, ihr kommt aus dem ersten Grund, weswegen ihr dann jetzt dauerhaft bei mir seid, bin ich. Und der zweite Grund sollte der Content sein, hoffe ich. Ich weiß, für die meisten, nur für alle, die mich neu finden, ist es ja am Anfang erstmal der Content. Aber dann hoffe ich, nachdem sie mich kennengelernt haben, wird es dann ich der erste Grund sein, weswegen ihr auf meinen Kanal schaut. Also wie lange ich noch vorhabe, YouTube zu machen, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt
bestimmt anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre hier unterwegs und werde auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Also da steht erstmal nichts dagegen. Nintendo, ja, nein. Nintendo habe ich kein Problem mit, da ich Nintendo-Produkte... Nintendo-Produkte... oh mein Gott, hier ist echt viel Staub drauf. Nintendo-Produkte besitze, zumindest den 3DS XL und... mit den anderen Konsolen hatte ich nie was viel angefangen, hatte mal irgendwann mal vor, mir vielleicht mal eine zu holen. Jetzt ist ja die Nintendo Switch draußen. Interessant. Also das, was ich so gesehen habe, okay, Zelda scheint cool auszusehen, aber jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt haben muss. Dann hoffe ich mal, dass ich Maurice jetzt deine Fragen so halbwegs beantworten konnte und sagen wir mal, gehen wir mal rüber zur nächsten Frage. So, und die nächste Frage kommt von der Ruby. Solltet ihr übrigens auch mal auf den Kanal vorbeischauen. Ruby ist nämlich auch eine YouTuber-Kollegin von mir, die mit dem Wöder zusammen ist. Mann und Frau, Trigger. Fragt, da muss ich einmal kurz rüber gucken, Entschuldigung. Was hat dich dazu gebracht, mit YouTube anzufangen? Ich hab damals irgendwann YouTube geguckt und oh nein, und ich bin tatsächlich nicht der größte Let's Player, also Gucker. Es gibt wirklich gerade mal nur wirklich ein paar Let's Player, die ich mal irgendwie gelegentlich gucke, aber am meisten gucke ich auf YouTube gefühlt alles andere nur außer Let's Plays. Aber es sind gerade wirklich von Spielen, die ich richtig, hype oder mich so ein bisschen Sachen interessieren. Damals, wo ich ein bisschen öfters Hearthstone gespielt habe, aber nie wirklich gut drin war, habe ich dann die ganze Zeit Trump zugeguckt. Der kommt aus Amerika, so ein asiatischer Hearthstone-Spieler, und der war halt ziemlich gut. Und da habe ich mir halt einfach die Videos angeguckt, habe was gelernt bei ihm natürlich, aber wurde trotzdem nicht besser. Und dachte mir irgendwann, ja, guck mal, du bist doch sowieso immer abends am Zocken, und ich hatte Bock, ein bisschen noch was zu machen, so als Hobby, außer nur Zocken. Let's Plays machen ist auch nur Zocken weiter, aber ich dachte mir, ich muss ganz ehrlich sagen, da hört man, ob es jetzt irgendwie selbstverliebt klingt oder nicht, das weiß ich nicht, aber ich fand mich selbst auch, wie ich das immer von anderen so gehört habe, eigentlich als unterhaltsamer junger Mann. Also viele finden mich immer sympathisch, unterhaltsam und witzig und konnte Leute zum Lachen bringen und oder kann Leute zum Lachen bringen. Und da dachte ich mir, das sind doch Eigenschaften, die eigentlich ein Let's Player hat. Okay, die haben es zum Teil ein bisschen übertrieben, meines Erachtens, wenn sie dann sitzen. Und das 24/7 in so ein 10-Minuten-Video, okay. Ich habe auch solche Momente, aber die halten halt nicht 10 Minuten am Stück. Weil ich so geschauspielert habe, Leute. Boah, ich bin so geil und so happy. Ey, jetzt kommen wir gleich mal hier zur nächsten Frage. Ja, siehst du, sowas und solche Sachen, da bleibe ich mir, könnte man sagen, treu. Ich versuche auch unterhaltsam zu sein, auch witzig, aber soweit wie ich halt es auch sich im Moment passt oder mich dazu fühle und mache. Ihr wisst auch, ich mach Rages, lade ich immer wieder gelegentlich hoch. Wenn ich mies drauf bin, merkt man das auch in meinen Videos, weil ich nicht sage, ihr werdet mich nur sehen, wenn ich happy und froh und toll für euch sein kann, weil das ist nicht das Wahre. Und das hat mich halt dazu bewogen, halt einfach anzufangen, weil ich dachte, ich bin unterhaltsam, es macht mir auch Spaß, Leute zu beglücken, Freude zu bereiten. Ihr wisst gar nicht, wie gerne ich auch Leute beschenke, könnte man sagen. Ich laufe jetzt nicht hier rum wie der Nikolaus und beschenke Leute, weil es mir so viel Spaß macht. Aber wie soll man sagen, ich hatte auch schon mal Gutscheine für Popcorn gehabt, gefällt mir nicht, fahre ich hier dem nächsten Person im Kino, hier möchtet ihr Gutscheine für Popcorn haben, ich will es nicht. Andere würden einfach sagen, ich schmeiß es weg. Und ich gebe es seinen Leuten und die freuen sich dann, und das gefällt mir dann, wenn die Leute sich so freuen, wenn ich helfen kann manchmal auch bei gewissen Sachen. Und das macht mir halt einfach Spaß zu sehen, dass es anderen Leuten Spaß macht, dass ich sie gerade irgendwie glücklich machen konnte. Und das sind so meine Beweggründe, weswegen ich dann mit YouTube angefangen habe. So, die nächste Frage kommt vom Wöldern, vom Freund, vom Mann, vom geliebten Ehemann von der Ruby. Und zwar seine Frage ist, wie hast du die einzelnen Bartpiraten kennengelernt? Ja, unsere Gruppe, die aus Wöldern besteht, der Baron, der Ollien und ich, weil wir alle Bärte haben, sind wir ja die Bartpiraten. Habt ihr vielleicht mal mitbemerkt, wir nennen uns selbst die Bartpiraten, die Beard Pirates. Wie wir uns kennengelernt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, zumindest fangen wir mal beim Baron an. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, leider beim Baron. Ich glaube, Olli hat ihn mir irgendwann mal vorgestellt oder Baron war irgendwann mal da, als ich dazugekommen bin. Und dann hat man sich so kennengelernt. Ich glaube, so war das irgendwie so ein eingeschlichener Prozess bei uns beiden.
Und beim Olli, mit dem Olli fing es im Grunde an, den habe ich ja im Grunde als allererstes kennengelernt, nachdem ich den Grumpy-Beard kennengelernt habe. Wer, vielleicht kennen welche von euch den Grumpy-Beard, vielleicht auch nicht, war so eine Phase in meinem YouTube-Leben, das heißt vergessen. Es zeigt, wie manchmal YouTube-Partnerschaften laufen können, aber nicht müssen, wenn man schon von klein auf denkt, man muss es wie ein Geschäft sehen. Soll man's machen? Ich brauch's nicht. Ich sehe erst es wie ein Geschäft an, wenn es auch ein Geschäft geworden ist. Und selbst da versuche ich noch locker lässig beizubleiben. Hatte damals der Grumpy Beard mit dem Olli zusammengearbeitet und ich hatte den Grumpy Beard angeschrieben, hey, YouTube-Partner, lass mal so YouTube-Partner werden, so zusammen seinen Kollegen. Und bin dann immer ziemlich oft als Probezeit in den Streams vom Grumpy Beard aufgetreten, als wir Ark gezockt haben. Und der Olli ist dann auch mal wieder dazugekommen. Und ich habe gemerkt, dass es mit dem Olli und mir auf jeden Fall besser geklappt hat als mit dem Grumpy Beard. Und wir hatten auf jeden Fall ziemlich Spaß im Backen. Das Geilste kann ich mir noch in Sinn, wo ich mal mit dem Olli dann in Ark, als wir zusammen in den Stream waren vom Grumpy Beard und wir ein Schiff uns geschnappt haben, der Olli und ich, auf Entdeckungszug gegangen sind und Piratenlieder, Seemannslieder gescheppert haben und wir dann doch gebeten worden sind, auf eine leicht freundliche Art und Weise von Grumpy Beard das doch zu unterlassen, denn es würde ja so ablenken, was gerade irgendwie so passiert, was sein, die Leute würden ja nichts mehr mitbekommen. Im Grunde war es aber nur, wir haben den Grumpy Beard ziemlich alt dastehen lassen, weil wir richtig viel Spaß hatten, das gefiel ihm wohl nicht so ganz, aber okay. So habe ich dann den Olli kennengelernt, nachdem HS halt mit Grumpy und mir dann nicht mehr geklappt hat, weil ich ihn ja zu, weil es ihm wohl zu blöd war, dass ich immer, weil er mich ständig immer nach den Terminen gefragt hatte, wenn er gestreamt hat, kommst du, und da ich ja immer sehr spontan, was heißt arbeite, es kann manchmal um 16 Uhr, also manchmal um 1 Uhr Feierabend sein, manchmal aber auch erst um 20 Uhr Feierabend sein, und ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich auch immer gekommen, aber ich habe fast immer gesagt, dass ich es versuchen werde. Ich werde es versuchen. Das gefiel ihnen halt nicht. Da habe ich gesagt, ja, mehr kann ich dir halt nicht bieten, außer versuchen. Ich kann nicht immer zu ständig alles garantieren und dann funktioniert es vielleicht nicht. Und das gefiel ihnen halt nicht. Da musste er halt patzig werden. Und dann hat es dann halt irgendwann zwischen Olli und Grumpy Beard auch nicht mehr geklappt. Und dann haben uns aber Olli und ich uns nochmal zusammengesetzt und gesagt, ach komm, wir finden uns so Knorke. Machen wir mal ein bisschen was zusammen. Und dann dadurch später dann den Baron kennengelernt. Wie gesagt, war wohl so ein schleichender Prozess. Ich kann mich gerade echt nicht dran erinnern. Das Einzige, woran ich mich richtig dran erinnern kann, wie ich dann den Wödern kennengelernt habe, als wir gesagt haben, hier, wir möchten, wie hieß das Spiel nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Until Dawn? Nein, was? Was? Nein, auf jeden Fall dieses Spiel, wo einer der Mörder ist und die anderen vier Mitspieler müssen davor einen wegrennen. Until Dawn war dieses PS4-Horror-Spiel. Nein, wie hieß das denn nochmal? Mir fällt's gerade nicht ein. Und da hieß es dann irgendwann vom Olli, wenn ich mich nicht täusche, ja, ich habe hier noch einen, der will mitmachen. Und ich dachte mir so, oh, der ist jetzt so frisch und neuen kommt hier rein. Ich habe den noch gar nicht kennengelernt. Und der Wödern war dann halt sehr ruhig. Hat damals mit einem Voice-Changer gespielt, war auf jeden Fall sehr witzig. Und dann hat man sich so kennengelernt. Und dann habe ich auch gemerkt, oh, der Wödern ist auch richtig Knorke, wie halt der Baron und der Olli auch. Und so haben wir uns dann halt damals alle kennengelernt. Ja, und so war das dann halt wieder. Und so haben wir uns alle nach und nach kennengelernt. Und wir sind immer noch alle beieinander. Machen zwar mal mehr, mal weniger miteinander, aber es muss ja auch von den Projekten her passen. Wo ich hoffe, dass das nächste Projekt, das wir zu viert starten können, State of Decay 2 sein wird. Da habe ich richtig Bock drauf, was hier mit euch allen zu machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wer bist du? Und was machst du so? Hund oder Katze? Wer ich bin? Ich bin der Sebastian, euer Gamer-Neighbor, das wisst ihr. Ich bin an guten Tagen 1,95 groß. Bin vielleicht ein bisschen schwerer als die meisten von euch, zumindest ab hier alles, oder ab hier, wie auch immer, alles erkennen können. Sollte vielleicht mehr Sport machen, dazu bin ich aber zu faul nach einem 8-Stunden-Arbeitstag oder 9-Stunden-Arbeitstag, weil ich dann lieber eher zocken möchte, weil das so mein Hobby ist. Das ist das auch so, was ich mache. Was machst du so? Zocken, mit den Hunden rausgehen, mit meiner Freundin was machen, mich ums Haus kümmern, meine Arbeit machen und noch mehr zocken. Hund oder Katze, da würde ich mal sagen, why not both? Also warum nicht beides? Und da habe ich auch schon was Kurzes vorbereitet für. Hey, no, 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 no.
die nächste Frage kommt von dem Damoglis Feuerbart. Warum der Name, also Gamer Neighbor, und was arbeitest du und warum? Die Frage hat er mir nochmal, glaube ich, ein bisschen genauer beantwortet mit was und warum. Das Ding ist, Leute, ich habe euch damals gesagt, wenn ihr eine Frage habt, oder mehrere besser gesagt, macht jedes Mal neues Kommentar für jede neue Frage. War wohl aber ein bisschen zu schwer für die meisten, das ganz nachzuvollziehen. Aber warum der Name? Das Ding ist, jetzt kommen wir mal hier ein bisschen Backstory. Damals hatte ich die Idee, halt mit YouTube anzufangen, weil ich halt Bock drauf hatte. Ich glaube, da kommt später nochmal, eine genauere Frage kommt da ja später noch zu. Und der Name kam halt daher, dass sich damals dem Fabio, den ihr schon ab und zu ein bisschen gehört habt, oder den Namen nicht nur, aber auch Fabio war schon in einigen Let's Plays jetzt trotzdem immer noch dabei, um mich da so zu unterstützen, und auch ein anderer Kollege, ich habe damals gesagt, hey, ich möchte anfangen, da haben sie gesagt, oh, wir wollen da mitmachen, und da habe ich gesagt, da müssen wir uns einen Namen überlegen, und Englisch klingt immer irgendwie halt einfach, finde ich halt geiler, wenn man da irgendeinen Namen hat, und ich dachte mir, weil der Färbe und ich gar nicht mal so weit voneinander weg wohnen. Andere Geschichte, da komme ich vielleicht irgendwann mal auf zu zählen mit dem Fabio. Der andere Kollege wohnt natürlich noch ein bisschen weiter weg, 5 Minuten Autofahrt gerade mal. Und der Fabio wohnt sogar noch näher. Habe ich mir gedacht, wir wohnen so, zumindest Färbe und ich sind halt wirklich praktisch Nachbarn. Und da dachte ich mir, wir nennen uns dann halt, wir sind Gamer und wir sind Nachbarn, wir nennen uns die Gamer Neighbor. So bin ich halt auf den Namen halt einfach gekommen. Und als was ich arbeite? Ich bin gelernter Maler und Lackierer, geilste Job ever. Man steht um 6 Uhr morgens auf, um 7 Uhr spätestens an der Arbeit zu sein, um am 8 Uhr beim Kunden zu sein, wovon dann die Fahrt wahrscheinlich noch nicht mal bezahlt wird, um dann beim Kunden frühestens wird um 16 Uhr Feierabend gemacht, vielleicht auch 17 Uhr, damit man vielleicht gegen 18 Uhr an der Firma ist, und wovon man dann auch die Rückfahrt nicht bezahlt bekommt. Das heißt, man ist dann irgendwie am Tag 10 Stunden unterwegs, damit man 8 Stunden davon bezahlt bekommt. Aber Malerarbeiten mache ich eigentlich weniger. Arbeite seit knapp 3 Jahren jetzt in einer Haus- und Wohnungsservicefirma, wo der Lohn ein bisschen schmal ausfällt, aber dafür die Arbeitszeiten, wie soll man sagen, ich arbeite nicht so viel wie in anderen Firmen, kriege ich dafür weniger Geld, also mehr Freizeit, weniger Geld. Ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt hier nur 450-Euro Job machen oder so, aber ist es halt nicht, könnte man sagen, so gut bezahlt, wie wenn ich jetzt mich als Maler totackern würde, aber ich muss sagen, das ist meine eigene Einstellung, ich habe lieber mehr Freizeit und dafür weniger Geld, als mehr Geld und noch weniger Freizeit, weil für mich, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Das ist so der feine Unterschied bei Hamburg. Aber da kommen wir gerade schon wieder in ganz andere Gefilde und Sachen. Ich geschätze mal, warum sollte wohl, als was ich arbeite, warum? Naja, sagen wir mal so, warum habe ich Maler ausgesucht? Weil ich damals keine Ahnung hatte, was ich machen wollte. Mein Bruder war Maler, dachte ich, oh cool, mache ich das, was mein großer Bruder macht. Und jetzt da arbeiten, tue ich halt da in der Firma, und dadurch bin ich halt durch meine Mutter rangekommen an den Job. Als ich arbeitssuchend war, ich war nie lange arbeitssuchend und ist eigentlich ein ganz cooler Beruf. Es ist halt Haus- und Wohnungsservicefirma, Außenreinigung, gelegentliche Umzüge, meistens Entrümpelungen. Und Entrümpelungen, oh Leute, da kann ich euch auch Geschichten von erzählen, zumindest habe ich schon manche von euch da lustige Sachen erzählt. Es bockt halt schon ein bisschen Möbel kaputt zu kloppen, die aus dem Fenster zu schmeißen. Ist ein bisschen, jede Wohnung, in der wir reinkommen, ist ein bisschen wie so eine Schatzkiste. Man weiß nie, was man findet, ob es jetzt Ventilatoren sind für den Sommer, die man tatsächlich brauchen kann, neue Kabel, alles mögliche, wirklich, Leute, es können Buden sein, wo es wirklich Gammler sind, die einfach abgehauen sind und ihre Sachen liegen lassen haben. Hatte sogar jetzt schon insgesamt drei richtige Messi-Buden leer gemacht, also so richtig Messi, wo in jedem Raum der Müll mir bis zu den Knien und höher ging. Und 2 Totenbuden. Also ich bin schon öfters in Buden gewesen, wo Leute drin gestorben sind. Aber 2 Totenbuden, wo die Typen schon ein bisschen länger drin lagen. Also ich hole die Leiche nicht raus, das macht ja dementsprechend Polizei mit ihren Leuten da. Ist das aber so, dass wenn man reinkommt, man sieht und riecht eindeutig, wo er gelegen hat. Also man riecht erstmal in der ganzen Bude.
dass da irgendwo mal einer längere Zeit lag, aber man sieht dann auch dementsprechend die Stelle. Und das Ding, dann sind sogar, glaube ich, 3 Totenbuden, in denen ich jetzt war, weil in einer, da war der, das ist eigentlich, das ist nicht witzig, aber man kommt rein, man sieht diesen Fleck von dem ganzen Körper, wie er irgendwie auf dem Boden so lag, weil der Schmand da überall ist und der scheint wohl mit einem Haufen Klamotten. Ich weiß nicht, ob der vielleicht so gerade so ein paar Jeans und ein T-Shirt irgendwo hintragen wollte, auf jeden Fall lag der ganze Saft über diesen Klamotten, wo er halt reingesaftet ist. Und du siehst halt diesen Umriss und darunter die Klamotten. Das heißt, hat die Klamotten so getragen, ist umgekippt und direkt mit seinem Oberkörper auf die Klamotten drauf. Und dann lag der da Wochen, weil, ihr müsst euch vorstellen, die Hose und so lagen halt auf dem Boden eingesaftet. Ich muss die so vom Boden ziehen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie krass sein Todeskörpersaft da rein gekrochen ist. Also somit hoffe ich mal, dass ich schon mal die Frage beantworten konnte. So, die nächste Frage, die kommt, ist von dem Valgeon. Und zwar, hast du eine Lieblingskarte im Gwent? Und warum ist es deine Lieblingskarte? Ja, ich habe die Aglis-Karte immer noch sehr schwer auszusprechen, ist bei Scoia'tael. Und ich mag die Karte, mochte sie, also schon eigentlich immer noch und jetzt wieder durch den neuen Patch. Da ich es so geil finde, eine Sonderkarte, also natürlich eine Nicht-Legendary, aber auch eine normale Sonderkarte, wieder aus dem Friedhof spielen zu können, dann mit dem Commander, dass ich sie nochmal bouncen kann, das heißt nochmal aufs Feld rufen kann und dasselbe nochmal machen kann, das heißt auch bei Silberkarten und bei allem. Somit kann ich Sonderkarten, die sehr gut sind, doppelt spielen. Und es gefällt mir jetzt sehr, dass sie das wieder möglich gemacht haben, dass jetzt dieses Unnachgiebig weggenommen ist und sie das wieder kann, denn das macht sie echt zu einer super geilen Karte. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage des Abonnenten-Specials, nämlich von Presshard, denn wer mit am längsten auf meinem Kanal ist, hat auch die Ehre, die letzte Frage zu stellen, die ich beantworte, nämlich, wie findest du den Singleplayer von For Honor? Was fehlt mir ein, zu verlangen, dass da eine gute Story hätte bei rausgehen kommen? Ich muss mich gerne zufrieden geben, dass sie verfickt nochmal durchschnittlich ist. Was ist das denn? Und die Leute wollen das auch noch. Die sagen auch noch, oh, das kannst du sagen, was erwartest du denn? Das war nie gute, war für Beating Up eigentlich ganz gut. Die sagen selbst, oh mein Gott, die Leute sagen selbst, man wehrt sich doch, bevor man hingerichtet wird. Man wehrt sich doch vorher und ich werde sowieso sterben. Warum es also versuchen zu überleben? So ist diese Scheiße genauso. Ah ja, es ist nun mal ein Beat'em Up-Spiel. Sie wollen mein Geld. Also sollen sie es auch verdienen. Nicht, ich muss noch Geld dafür bezahlen, um was ganz Gutes zu bekommen. Ich kann ja froh sein, dass ich mein Geld denen in die Fresse schmeißen darf, oder was? So Leute, das war es jetzt mit meinem 500 Abonnenten-Special. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Werde jetzt aber jetzt nicht wieder einen Daumen nach oben da lassen oder sowas sagen. Nämlich möchte ich mich einfach nochmal richtig dick und fett bei euch bedanken. Es ist immer ein bisschen komisch, man weiß nicht, dass man nicht weiß, was man sagen möchte oder soll oder kann. Aber es kommt mir immer so vor, man sagt es, aber vielleicht glaubt ihr es einem nicht oder so. Ich kann wirklich mich nur bei euch auch allen bedanken, auch wenn wir mal durch dickere und dünnere Zeiten miteinander gehen. Hoffe ich, dass es weiterläuft und funktioniert mit uns allen. Und bin froh über jeden neuen Abonnenten, den ich häufiger und öfters sehe und auch mir eure Namen einbringen kann. Wundert euch nicht, wenn es manchmal dauert, denn ich habe es komischerweise mit Namen. Es dauert wirklich lange, bis ich mir Namen zu gewissen Leuten oder Personen merke. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich manchmal in Videos vergesse, sie zu sagen, zu erwähnen oder den Namen mit dem Typen, mit der Person zu verbinden oder umgedreht. Hoffe ich, dass ich die meisten Fragen von euch zu eurer Zufriedenheit beantworten konnte. Und bleibt mir auch nicht nochmal, also nicht viel anderes sagen, außer nochmal danke, danke, danke an euch allen da draußen. Und würde mich natürlich freuen, dass ihr weiter bei mir bleibt, auch bei kommenden neuen Projekten, die halt neue Spiele sind oder andere Spiele sind oder andere Themen, was auch immer alles auf uns zukommen wird. Würde ich sagen, sehen wir uns spätestens vielleicht bei einem 700 Abonnenten-Special oder 1000 Abonnenten-Special wieder. Oh, 1000, wenn es da mal irgendwann hinkommen würde. Ja, hoffe ich, wie gesagt, immer noch, dass ich die meisten Fragen gut beantworten konnte. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit und auf weitere Jahre, hoffentlich mit mir, eurem Sebastian, eurem Gamer-Neighbor. Und wie ich immer zum Schluss sage, haut rein, Leute.